So, herzlich willkommen zu einem neuen Horrorprojekt. Oder sollte ich Horrorprojekt sagen? Ist ganz lustig, wie die. Also ist eigentlich ganz gut übersetzt, ne? Das Spiel, wie ihr seht, ist auf Deutsch. Ja, neues Horrorprojekt und aber so kleine Fehler haben sich halt eingeschlichen, als ich jetzt gerade die Website da auf Steam durchgelesen habe und da steht halt Horror. Das ist ja. Und ich habe als erstes nicht verstanden, das ist denn ein Horrorspiel. Naja, okay. Ja, Einstellungen haben wir nicht viele. Direkt Punktabzug. Weil wir können nur Ton. Ich weiß noch nicht, was Ton ist, weil es ist nicht der Gesamtton. Es wird nämlich, die Musik wird nicht leiser, sondern wirklich nur hier. Ja, ergibt aber schon mal Punktabzug, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Aufstellung. Ja doch, ich müsste eigentlich in 4K dann aufnehmen, wenn ich das auf dem rechten Monitor sehe. Finde ich aber immer ein bisschen doof. Auch Gamma und so weiter, nichts können wir einstellen. Das Spiel ist heute tatsächlich rausgekommen. Ich habe es gerade, ich weiß gar nicht, wie ich das gefunden habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade ein bisschen im Steam Store rumgewurschtelt, gesucht und wir haben da viel zu viele Spiele gekauft. Auch gestern habe ich mir, glaube ich, 2 gekauft und so. Ich weiß gar nicht, wann ich das spielen soll, weil wir haben ja auch noch Projekte am Laufen. Ich habe keine Ahnung. Außer Remothered wird im Moment alles auch weitergespielt, solange ich irgendwie Zeit finde. Und ich brauche jetzt Entspannung und deswegen spielen wir ein Horrorspiel. Und wir fangen jetzt einfach an, weil ich schon wieder viel zu lange rede. Nämlich 1 Minute 30 und euch das alles eigentlich gar nicht interessiert. Puh, es ist so warm. Es ist so fucking warm einfach. Okay, das habe ich gerade schon mal kurz gesehen, weil ich natürlich auch mal kurz die Aufnahmeprobe gestartet habe und was mich auch direkt irritiert hat, ist, was soll das hier sein? Sollen das Schatten sein? Oder das sieht schon sehr merkwürdig aus und wie gesagt, heute rausgekommen für ganz komische 7,93 Euro. Ich weiß nicht, wie dieser Preis sich, also es ist irgendwie kein Sale gewesen oder so. Keine Review, nix natürlich, aber es sah nach Horror aus, also habe ich es einfach mal auf blind gekauft. Und ich bereue es jetzt schon, dass ich es getan habe. Was soll das bitte sein? Das ist jetzt nur ein Witz so, ne? Das ist jetzt einfach nur Spaß, oder? Das soll jetzt keine Blume darstellen, wirklich eine Blume darstellen, oder? Das ist jetzt einfach nur so... Vor allem, warum ist hier... Jetzt ist sie ganz weg. Jetzt haben wir nur ein PNG. Hier haben wir 2. Nein, hier haben wir 3 ineinander gesteckt. Aber wenn wir zu weit links laufen... Oh Gott, dieses Spiel wird so schlecht. Es tut mir jetzt schon unendlich leid. Also ich glaube, das soll echt irgendwie Schattenbewegung oder sowas sein. Pff, Alter, Z-Grafik. Kann ich ranzoomen? Ja, das Spiel sagt mir auch gar nicht, wie ich irgendwie... was machen kann, zu tun habe. Oh, diese Auflösung ist ja wow. Wow, ich kriege so Hunger auf Pizza gerade. Unfassbar. Und auf Moppelgotze. So. Ja. Wir sollten den followen, aber ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingegangen ist. Und geflogen ist. Wie ein Engel flog er dahin. Boah, Leute, und ich habe nicht mal Zucker heute zu mir genommen. Aber vielleicht... Was? Verbirg dich im Haus? Kann ich rennen? Was passiert? Ich habe nur so Gasrauchwolken gesehen. Hallo? Achso, der ist da rausgegangen. War das jetzt schlecht, dass ich da rausgegangen bin? Ich glaube ja. Okay, wir gehen mal hier. Ah, I love it, wenn die Türen einen gegen die Birne knallen. So, jetzt, Junge? Okay, sind wir safe, wenn wir diesem Licht folgen? Und wenn nicht, dann... Was ist da? Ein... Was? The day I came home and found your note. That was an invitation for a picnic in your forest shelter. I didn't even know you had one. It was so original and sweet. Ah, was? Ah! Aua! Was? Hä? Hä? Bin ich hier schon wieder gestorben? Jetzt bin ich sogar im Menü wieder? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn bitte für ein Spiel? Okay, das ist wieder mal eine
ein Spiel, bei dem ich wirklich, wirklich darüber nachdenke, das zurückzugeben. Weil ich... Hä? Was? Are you here? I've been waiting for you. Follow me. Was? Klicke für Wechselwirkung ist auch gut. Ich hatte doch jetzt... Ich bin doch sofort weggerannt. Ich bin sofort weggerannt. Ach nee, das war da vorne auf dem Stein. Entschuldigung. Ein weiter. The day I came home and found your note. That was an invitation for a picnic in the forest shelter. I didn't even know I had one. Hä? So original and sweet. Wieso? Ich bin jetzt extra, bevor sie fertig war mit ihrem Blabla, habe ich gesagt, okay, ich gehe schon mal ins Haus zurück, ne? Weil da stand ja, verbirg dich im Haus. Kann ich mich hier irgendwo... Warte, bevor wir jetzt nochmal rausgehen. Weil die Tür war ja zu. Können die Türen aufmachen oder was? Kann ich hier mich im Schrank verstecken? Also egal, was ich drücke, es passiert nichts. Hä? Okay, dieses Bild habe ich auch schon gefühlte 500 Mal in irgendwelchen Horrorspielen gesehen. Alter, die Auflösung, ne? Im Schrank oder so kann ich nicht rein. Was? Es gibt, meine ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, da ist nochmal das gleiche Bild. Das ist sehr... Wow. Der Entwickler hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, es wird jetzt noch sehr schwer, mich zu überzeugen, dem Spiel einen Daumen nach oben zu geben. Ich glaube... ich mache das diesmal echt wirklich. Also bei 7, fast 8 Euro finde ich schon... Ne, also... Okay. Wir konnten Feuer anmachen. Bringt das jetzt irgendwas oder hat das jetzt nur eine Steam-Errungenschaft gebracht? Ich meine, es wären insgesamt 12. Wieso fliegt der jetzt woanders hin? Habe ich es gerade geschafft? Bin ich jetzt gerade nicht gestorben? Oder? Hey, ich blick gar nicht mehr durch. Beim ersten Mal bin ich gestorben. Beim zweiten Mal bin ich ins Menü gekommen. Ich muss gestorben sein, weil ich musste ja beim ersten Mal, als ich umgekippt bin, musste ich ja dasselbe nochmal machen. Da hat er ja anscheinend die Dingens... Wahrscheinlich habe ich gerade Glück gehabt. Der hat abgespeichert und in dem Moment bin ich gestorben. Und er hat es aber abgespeichert als geschafft. So erkläre ich mir das gerade. Ist das jetzt hier nur so Storytelling oder was? Der von hinten und vorne... Ja. Traumspiel, Traum. Die 7,93 €, wenn ich mich jetzt nicht irre. Doch, ich meine, es war 93. Sind so gut eingelegt einfach. Ach. Fuck it, ehrlich. Ja, komm, hau rein, Junge. Muss ich jetzt nochmal alles mit der... Nein, jetzt geht sie wieder zum Rucksack. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich sammle irgendwas ein, sie erzählt mir was dazu, dann kommen irgendwelche Schattendinger, Monster und ich muss wieder ins Haus rennen. Okay, wir sind ja eigentlich nur geradeaus, ne? Also den Weg zurück finde ich mit Sicherheit. Aber... Wieso ist die ganze Zeit die Hand da? Wieso bin ich schon wieder tot? Habe ich jetzt wieder geschafft? Okay, sie sagt gar nichts. Ich glaube, ich habe es wieder geschafft.
Wahrscheinlich kippe ich auch um. Okay, es fliegt in die gleiche Richtung. Nee, oder? Nee, okay, es fliegt woanders hin. Okay, wir kippen also auch um, wenn wir es geschafft haben, und dann speichert er, oder wie? Ey, wenn das jetzt das ganze Spiel ist, dass ich irgend so einem bescheuerten Licht hinterher renne. Wow, das ist so gruselig. Oh, diese Umgebung. Wow. Der Sound ist nicht mal so schlecht, ne? Jetzt kommen die sogar schon, bevor die fertig ist. Entschuldigung, dass wir jetzt nicht mitgekriegt haben. Ich habe gedacht, sie... Oh. Oh, ich glaube falsch. Bin durch die Wand gefallen. Das hat bestimmt weh. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt nicht mitgekriegt haben, was sie jetzt, was war das, eine Jacke oder so gesagt hat, aber hallo? Ja, ist schwer, ne, die Tür aufzumachen, wenn man die jedes Mal vor den Kopf geknallt kriegt. Aha. Jetzt bleibe ich hier bei den drei Steinen, die hier liegen, auch noch bei einem hängen, weißt du? Ach ja, das, ja. Okay, was hier? Hier ist ein Feuer, ne? Hä? Was? Wieso werde ich denn jetzt schon angegriffen? Hätte ich nicht zu dem Feuer gehen dürfen, oder was? Wo soll ich denn das wissen? Ja. Weiter geht's. Ey! Achso. Entschuldigung. Ich halte mich jetzt vom Feuer fern. Es tut mir leid. Und beim nächsten Gegenstand bleibe ich auch erstmal stehen. Auch wenn wir dann wahrscheinlich wieder sterben. Aber hören uns die Story dazu an. Damit wir wenigstens nachher sagen können... damit wir wenigstens nachher verstehen, worum es hier geht, weil wir wachen ja hier irgendwie auf, wissen nicht warum, weshalb und ja. Aber dass man, wenn man zum Feuer geht, dass dann die Monster kommen, erschließt sich mir irgendwie jetzt nicht so gerade. Warum? Aber na gut. Boah, ey, da ist immer diesen Stein auf dem Boden. Kann er ja nicht. Ah, okay. Toll, das war jetzt die ganze Story, ja? Ah, wie alles anfing, toll. Oh, ist das bescheuert. Oh, da müssen wir lang. Oh, ist das blöd. Also, was denkt man sich denn bei so einem Spiel? Ich habe gerade auch nichts zu knabbern liegen. Hallo? Da merkt man eine leichte Ungeduld vielleicht? Muss ich da hinten? Da ist da was? Wunderschön. Wunderschönes Wasser. Ach, ich möchte sofort planschen gehen, obwohl... Das Geräusch macht mich wirklich ein bisschen. Boah, es ist so warm.
Es gewittert und donnert gerade so geil draußen. Kann man vielleicht gleich wenigstens ein bisschen Fenster aufmachen. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wo wir langlaufen. What happened next? I never saw it coming. I didn't have time to think and just grab the first thing that came to hand. Die erzählt auch immer zwei Sätze nur. Scheiße, ach, da ist das Haus. Okay, stimmt. Wir sind ja nur geradeaus über den Fluss gegangen. Bin ich vielleicht schon tot und im Jenseits und weiß nicht mehr, wie ich gestorben bin und jetzt wird mir das gerade erzählt oder so? Weiß nicht, vielleicht war ich mit meiner Perle irgendwie unterwegs oder keine Ahnung. Also wenn man irgendwo lang geht, wo man nicht lang gehen soll, dann wird man auf jeden Fall von den Dingern auch irgendwie heimgesucht. Hat der wahrscheinlich eingebaut, damit man sich die karge Umgebung her erst gar nicht ansieht. Oder ansehen kann. I tried to run and hide, but I lost my shoes, slipped and fell into the river. It was spring and the stream was fast flowing. I got carried away by water. Willst du mich verarschen? Ich kann nicht springen über so ein Mini-Stein. Boah, die Spielprinzip macht mich gerade fertig, ey. Wie viele Errungenschaften? Okay, 4. Wahrscheinlich haben wir dann jetzt noch 4 Runden. Ich spiele ja auch gerne Storytelling-Spiele, ne? So, muss ja jetzt kein Horror sein, wo man, keine Ahnung, aber nein, das ist einfach nur schlecht. Bin ich jetzt gerade. Bin ich jetzt gerade über den Fluss geschwebt? Was sollte das. Da stand doch jetzt gerade sich ertränken oder weggehen. Ich bin aber nicht auf Ertränken gegangen, ich bin auf Weggehen gegangen. Aber warum sah es dann so aus? Also sollte halt. Es war eine schlechte Animation dessen, dass ich wahrscheinlich mich in diesen reißende Strömung da geschmissen habe. Kann man auch einen doppelten Daumen nach unten geben? Geht das? Das sind echt so Spiele, wo ich mir wirklich, wirklich wünsche, halt die Fresse. Wo ich mir wirklich, wirklich wünsche, dass es endlich bei Steam ein Rating-System gibt, ja? Ein System mit, ich will wissen, was kommt, wenn wir natürlich das andere nehmen. Mit Sternen oder so, mit 5 Sternen oder irgendwas. Irgendwas, damit man das abstufen kann einfach. Weil das Spiel ist wirklich einfach nur schlecht. Es ist durchweg schlecht einfach. Ich kann dem nichts Gutes abgewinnen. Und dann muss ich halt an Spiele denken, die halt einfach nur
schlecht waren. Weißt du, wie ich meine? Und es ist einfach nicht fair, dass dann alle einen Daumen nach unten haben. Es müsste... Es nervt mich so ab, ehrlich. Ich verstehe das auch nicht. Ich hab auch noch nie darüber gelesen oder so, warum es das bei Steam nicht gibt. Warum... Ich kenne Steam auch nicht anders. So, seit ich Steam habe, gibt es dieses Daumen-hoch-runter-Prinzip. So, ich meine, klar, man kann was dazu schreiben und ich schreiben einige auch immer ausführlich was dazu. Manche schreiben auch einfach nur Shit oder keine Ahnung. Das finde ich dann auch nicht gerade konstruktiv, ne? Also es finde ich dann auch bescheuert, so einen Daumen nach unten zu geben, einfach nur Scheiße zu schreiben oder so. Oder beleidigend zu werden. Ich finde, die Entwickler sollten sich das ja auch durchlesen und zu Herzen nehmen, obwohl manche... Ja, ich habe natürlich auch schon... Ich habe natürlich auch schon welche gelesen, wo Leute vernünftig eine Kritik geschrieben haben und die Entwickler dann voll pissig wurden. Also habe ich natürlich auch schon gelesen oder ihr habt es mit Sicherheit auch schon gesehen. Ja. Das war auch bei Netflix, ne? Bei Netflix gab es ja auch eine ganze Zeit lang immer auf 5-Sterne-System. Und dann haben die das vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so ist das schon her, ne? Haben die das ja umgeändert in Daumen runter, Daumen hoch. Und da finde ich es genauso bescheuert. Da finde ich es noch schlimmer, weil da wird ja nichts so geschrieben, ne? Du bewertest ja wirklich nur hoch oder runter. Und wenn dann aber eine Serie halt nicht scheiße und nicht gut war, dann will ich einfach, weiß nicht, 2 oder 3 Sterne geben von 5, ne? Aber, ja. Dass man sich dann immer so entscheiden muss, so schwarz-weiß, so... It's a very hot day. It's a very hot day. Alter, jetzt bleibt mich irgendwo hängen. Weil ich die Scheiße ja auch noch 500 Mal machen muss, ey. Alter. Da war jetzt gerade gar nichts, wo du hättest hängen bleiben können, Kollege. Also bitte, ne? Wir machen jetzt hier nochmal einen ganz schnellen Rush durch. Damit wir uns zumindest auch das andere Ende angucken. Ich verstehe es auch gar nicht. Wir haben... Ja doch, jetzt haben wir 9 von 12. Wahrscheinlich kann man hier irgendwas anderes... Stimmt, wir haben ja zum Beispiel durch das Feuer hier eine Errungenschaft bekommen, ne? Stimmt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich noch eine Errungenschaft für das andere Ende und haben hier irgendwas übersehen. Vielleicht kann man das Feuer da hinten noch irgendwie... Obwohl, nicht, dass man das ausmachen kann, ne? Problem ist, man kann sich ja auch nicht lange umgucken. Weil man ja irgendwo anders langläuft hier, haben wir die Viecher wieder angetrabt. Wenn wir zum Beispiel jetzt da hingehen, ne? Oder wir können... Ja, im Haus war auch nichts mehr, ne? Im Haus war nur Erdgeschoss. Da war auch nur der Kamin eigentlich. Das auch noch nie, ich hätte nie gemacht, ein Spiel zurückgeben, auch wenn es schlecht ist, ich beurteile das dann oder ja, gebe eine Kritik ab, bla bla. Ich wüsste gar nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Warum waren die jetzt hier im Haus? Wegen dem Feuer? War das gerade auch schon? Das sah so aus, als würden die halt vor dem Feuer so stehen und das angucken, ne? So, was kam jetzt? Das kam noch der Fluss, ne? 2 Bar kam der Fluss. Genau, wir müssen einmal hier rüber. Und dann auf der anderen Seite. Und dann kam, glaube ich, das Messer, ne? Aber die Story verstehe ich trotzdem nicht. Was da abgegangen ist. Keine Ahnung, was der mir erzählen will. Der Salz-Pfeffer-Streuer hier. Ich
Irgendwann nervt diese Mucke auch, ey. Ach, da kommen wir ja gar nicht rein, scheiße. Wir kommen ja über diese unüberwindbaren Steine nicht rein. Hallo, läufst du mit Tür? Jetzt steht hier keiner, ne? Ne. Naja, würde mich nicht wundern, wenn das eigentlich auch nicht so sein sollte. Ja komm, let's go. My friend. Ey. Oh, ich hasse das Endspiel. Die Tür nach innen aufgehen. Kann ich mit dem Vieh irgendwas machen? I tried to hide running. Ja. It was spring and the stream was fast flowing. I got carried over the water and hit the rock several times. Was ist jetzt los? Ended up breaking all the bones in my back. Sind auch immer zwei, ne? Wow, ich bin völlig geflasht und freue mich so auf das alternative Ende, das wahrscheinlich genauso aussehen wird. Hallo, mach die Tür auf. So, kam jetzt das Messer? Ja, ne? Oh, mir ist so fucking warm, ey. Da ist man eh schon ein bisschen... Ja, jetzt kann das Messer, okay. Also lass mich eingucken für bla bla bla. Hier und jetzt sich ertränken. Es ist tatsächlich die gleiche Animation am Ende, egal was ich nehme. Diese gleiche schlechte ich gleite über den Fluss Animation. Und das war jetzt das Spiel? Das war's jetzt? Entschuldigung, dass ich mich so ein bisschen ganz klein bisschen aufrege. Wir haben jetzt 27 Minuten gespielt. Ich mach's nicht, ich bin eigentlich nicht der Typ, der das so von der Zeit abhängig macht, ne? Also ich habe auch schon viel mehr Geld ausgegeben für Spiele, die auch nur 2 Stunden gegangen sind oder so, aber die einfach geil waren so. Das Spiel ist durchweg einfach scheiße und ist nicht mal 99 Cent wert. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel mir erzählen wollte. Ich meine, da kann es natürlich sein, dass einfach mein Intellekt an seine Grenzen kommt. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber, oder auch meine Fantasie. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich, vielleicht, wenn man genau aufpasst, dass sie sagt, weiß man auch, was das Spiel erzählen will. Oder man kann sich halt so ein bisschen selber eine Story zusammenreimen. Wäre ja auch noch alles okay. Aber der Rest ist einfach nur Müll. Absoluter Müll. Und ich werde jetzt gleich tatsächlich das erste Mal gucken, ob ich das Spiel wirklich zurückgeben kann. Weil ich meine, unter 2 Stunden oder so, ne, wäre das ja irgendwie das mal so. Ich kenne mich da nicht aus, weil ich das halt nie gemacht habe. Aber fast 8 Euro für den Kram, entschuldige, nee, also never. Ich habe eh überlegt, ob ich mir gleich Agony kaufen soll und runterladen soll. Da kann ich lieber diese 8 Euro da rein investieren. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Rezession ist, ne? Weil ich würde natürlich super gerne eine Rezession dazu schreiben auf Steam, damit andere Leute das Spiel bitte, bitte nicht kaufen. Ja, weil auch nicht im Sale für 1 Euro oder so. Es ist einfach nicht mal 1 Euro wert in meinen Augen. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das zurückgibt, ob man dann trotzdem eine schreiben kann oder ob die dann rausgenommen wird oder wie auch immer. Ja, es tut mir leid, dass... ich überlege ja auch immer bei solchen Spielen, ich habe tatsächlich auch schon Spiele nicht hochgeladen, wenn sie so waren, aber ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr nach 10 Minuten abschaltet oder so, ne? Ich habe jetzt für meinen Teil 30 Minuten meines Lebens verschwendet. Ich kann das nicht zurückgeben, ja? Okay. Ich spiele aber gleich noch was anderes und da bin ich mir ziemlich sicher, das sah ziemlich gut aus und das wurde auch schon sehr gehypt auf Steam. Kleiner Geheimtipp, so ist das. Und das habe ich nämlich auch woanders noch nicht gesehen, gelesen, wie auch immer. Auch zufällig gefunden und da freue ich mich drauf. Und ja, sehen uns dann bei dem Spiel oder bei dem anderen oder
beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann.